Diese beiden Boote hatte ich mir schon auf Gran Canaria zugelegt. Das Schlauchboot von Mission Craft ist tatsächlich seit 2012 im Einsatz. Ich habe es gelegentlich für kleine Ausflüge eingesetzt, allerdings wie viele wissen, konnte mich das Bootsangeln nie wirklich begeistern. So. Ist das Lachwasser? Da ich Tretboote schon als Kind sehr spaßig fand, dachte ich, ich schenke mir mal selber eins zum Geburtstag 2021 und brachte es mit nach Norwegen. Dieses Boot wird von verschiedenen Firmen unter unterschiedlichen Namen angeboten. Meins heißt Dragon Fischer Kajak und das hier heißt Paddle Pro, das in Amerika und Australien verkauft wird. Vor dieser Tour mit meiner Tochter hatte ich es bisher einmal hier in Norwegen im Wasser. Macht wirklich sehr viel Spaß. Allerdings kann ich keinen Vorteil zum Uferangeln erkennen. Eher bringt es ziemlich viele Nachteile mit sich. Das fängt schon beim Aufwand an, bis man das ganze Ding mal im Wasser hat, bis zum Abtransport und Saubermachen. Da muss man schon gut eine Stunde mehr einkalkulieren. Nein, tagsüber sind die sowieso nicht hier am Strand. Wir fischten hier mit 30 Gramm Inchiku-Jigs, die wir mit Makrelen bestückt hatten. Und schaut mal, was da in 15 Meter Tiefe am Boden so beißt. Natürlich zappelte es zuerst bei Luna. Sie war längst nicht besonders begeistert von ihrem Fang. Einen wunderschönen Knurrhahn, den hat die Luna gefangen. Guckt euch ihn an. Wo ist die Luna? Der ist nicht giftig, Luna. Den kann man auch essen. So, ich versuche mal mit der Zange dann abzumachen. Ich habe bloß keine Handschuhe an, deswegen würde ich den nicht so gerne anpacken. Aber ansonsten ist er nicht so ein Problem. Der ist giftig, sag ich doch. So, können wir gerade mal wieder abhaken. Willst du den weggeben? Ja, schon, oder? Oder willst du ihn essen? Nein, die sind giftig. Nein, die sind nicht giftig, Luna. Ja, warum packst du ihn dann nicht an? Ja, weil ich den halt so schlecht greifen kann. Nein, der hat ein paar Dornen, die giftig sind. Aber das haben diese roten anderen auch. Na komm schon, siehst du? Ui! Ja, super, Luna! Schön! Nee, sie hätte wahrscheinlich keinen Wittling gefangen, sondern sie hatten. Guck mal, eine Feuerquanne. Guck mal, der ist schön dunkel, der Knurrhahn. Ja, cool. Sie Luna so alles fängt, schon den zweiten Knurrhahn. Der Propellerantrieb bringt wirklich einen ordentlichen Vorschub. Überhaupt kein Problem, das Schlauchboot noch hinten mitzuziehen. Kleiner Wittling ist es, aber den kann man mitnehmen. Kann man nachher ganz machen. Ja. Ein Wittling. Ja, die werden gar nicht viel größer, guck mal, was sie für Zähnchen haben. Insgesamt haben wir auf dieser zweistündigen Tour 5 Knurrhähne, 3 Wittlinge und 2 Makrelen gefangen. Immerhin etwas und sicher dem Glück meiner Tochter zu verdanken. Auf den anderen 3 Touren, die ich bis heute gemacht habe, ging eher wenig bis gar nichts. Doch ich gebe dem Kajak noch ein paar Chancen. Vielleicht finde ich ja noch die richtige Technik und Taktik.